Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NHL 21 Hockey Ultimate Team. Heute spielen wir gegen KitKat. Jawohl, ich habe die Woche ein bisschen aufgeteilt, damit wir die Chance haben auf mehr deutsche Gegner. Heute kriegen wir nur KitKat, das heißt, wir haben morgen noch einen Versuch und dann ist die ganze Woche rum. 93. Ein Haufen Synergien hat der Junge aktiv, das ist echt krass. Panarin, Kucherov, Sakic, Gardner, Gretzky, Nichols, Hossa, ist das Nichols? Ja, ist schon Nichols. Nee, Baumgartner. Hossa, Trottier, Kowalczuk, Williams, Byfield, Ruutu. Verteidigung, McInnes, Werenski, Fowler, Burns, Shattenkirk, Gonchar und Torhüter Ben Bishop und John Gibson. Könnte spannend werden. könnte spannend werden. 2317 Punkte, unsere Mannschaft kennt ihr schon. Ein weiteres Spiel, vielleicht ein weiterer Sieg. Es wäre so wichtig für uns, hier einen weiteren Sieg einzufahren. Deswegen schauen wir uns einfach mal. Wir spielen United Center. Stanley Cup Champions. 10, 13, 15. Das war eine ordentliche Serie, die Blackhawks da hatten. Trikots von Fribourg-Gottardon. Ich weiß gar nicht, ob das die... Ja, sind die NLA-Trikots. Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht nicht sogar CHL-Trikots sind. Sind sie aber nicht. So, Dreiseitel holt sich die Scheibe. Erik Larsson. Und die Scheibe geht gleich mal tief. Dann nach ein paar Sekunden wollen sie gar nicht lange halten. Stamkos. Außenrum vorbei. Stark gemacht. Stamkos liegt quer. 1-0 Grosby. Hallo? Das ist ein bisschen zu einfach. Wieder so ein schnelles Tor. Wieder Stamkos, wieder Crosby mit beteiligt. Sie legt die Scheibe da ganz cool einfach vor das Tor. Und Crosby macht das, was er am besten kann. Treffen. McInnes. Schauen wir, was die Antwort ist. Kucherov verliert die Scheibe gleich wieder. Dreiseitel. Mit dem schlechten Pass Panarin oder Weltmann Larsson. Und Crosby. Raus auf Steven Stamkos. Selber Move wie gerade schon gegen Werenski. Diesmal kapiert ihn Werenski. Und kriegt am Ende die Scheibe dann auch. Kucherov gegen Dreiseitel. Panarin. Raus auf Sakic. Joe Sakic und Justus Ahnonen. Gestern Ahnonen mit einer mittelmäßigen Leistung, nenne ich es jetzt mal. Da geht es definitiv besser. Aber man muss die Leistung annehmen und hinnehmen, wie sie war. War nicht Bombe. Aber es wäre noch schlechter gegangen. Drück mal so auf Gretzky. Wird auf den Fowler einfach weggeschoben. 90er Variante des Anaheim-Verteidigers. Team of the Week-Karte. Hätte ich eine deutlich schwächere Mannschaft. Hätten wir ihn wahrscheinlich auch in unserem Lineup, weil ich Cam Fowler für einen super Spieler halte. Vor allem im Ultimate-Team-Modus auch offline. Aber im Ultimate-Team-Modus hat er bisher bei uns immer gut gerockt. Oh, McDavid kriegt die Scheibe nicht rechtzeitig rüber zu Lafleur. Das wäre sichere 2-0 gewesen, glaube ich, aus der Lage. Kleffo kickt die Scheibe nach hinten. Da steht Lafleur. Lafleur an der Bande entlang. Taves mit dem Konter. Taves schafft er auch. Und Kleffbum. Oh, schlechter Pass. Schlechter Pass von Taves. Muss ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen. Da hätte er die Scheibe schon deutlich besser querlegen können. Marian Hossa. Martinen. Hossa. Und es ist Taves zusammen mit Lafleur. Taves mit Lafleur. Oh, Shattenkirk. Ich dachte, dass er wegbleibt von uns. Und dass er wieder die Mitte abdeckt, dass deswegen da in Ruhe den Pass spielen kann. Aber den gibt es uns diesmal nicht. Stark verteidigt und das war schwach gemacht von Kleffbum und Panarin. Ganz schwach gemacht von den beiden. Kleffbum, Panarin, Kleffbum und Vatanen. Halleluja. Das hat nicht gut ausgeschaut. Boric, das wollte ich gerade sagen, die sind... Die Schüsse von Marian Gaborik, die er so macht, die sind sowas von Gold. Also muss man einfach sagen, die Karte ist einfach Wahnsinn. Und trotzdem ist er auf der linken Seite oder auf der rechten Seite für die Linksschützen der nächste Streichkandidat in unserem Konzert.
Weil Zuccarello mehr Tempo hat. Voraussichtlich. Außer die Synergien. Eines Spielers würden eher dienen von Zuccarello. Entsprechend kann auch sein, dass Zuccarello gehen muss. Ludo. McDavid, Leute, mit der 96er Variante seiner selbst. Wayne Gretzky. Gegen Sergei Gonja. Gretzky, Darlin. Starker Schuss. Ovechkin direkt hinterher, kriegt die Scheibe aber nicht. Sergei Gonja. Ruto. Der Finne Justin Williams. Mr. Game 7. Nicht nur für die Los Angeles Kings, sondern auch für die Carolina Hurricanes. Dennoch hier nicht erfolgreich. Bleibt bei 1-0 für unsere Mannschaft. So langsam muss ich sagen, kommt dagegen auch ein bisschen besser ins Spiel. Tut mir uns auch ein bisschen schwerer. Ekman Larsson. Leon Dreisaitl. Leon Dreisaitl. Crosby 2-0. Das ging dann doch ein bisschen schneller als erwartet. Crosby kommt in eine schöne Schussposition, kann einfach abschließen. Und Ben Bishop schaut oben auf die Uhr und denkt sich so: Kacke, verdammte. Das sind wieder die üblichen Kandidaten. Die erste Reihe. Dreisaitl stellt sich das schön quer, spielt den Pass schön rüber. Und Crosby reagiert schneller als Cam Fowler. 2 Minuten 40 noch zu spielen in diesem ersten Drittel. Guter Anfang, gutes erstes Drittel unserer Mannschaft. Weiß nicht, was da jetzt noch kommt. Oh, Stamkos verpasst die Chance. Crosby kickt die Scheibe zu Gretzky. Ken Baumgartner. Ken Baumgartner gegen Subban. Ich wollte sagen, Subban macht es da unnötig selber gefährlich. Ekman Larsson. Und das ist wiederum Dreisaitl. Ekman Larsson. Jetzt noch Platz. Nimmt Stamkos mit. Stamkos rutscht an Fowler vorbei. Bishop kriegt da noch einen ab. Fowler rettet die Scheibe aber. Mal doch sein können, dass er sie da reindrückt oder an Bishop vorbeidrückt. Das ist aber nicht der Fall. Pause! Nach 20 Minuten steht es 2-0 für unsere Mannschaft. Der Gegner kommt nicht ganz zum Stich. Ben Bishop muss zweimal die Scheibe aus dem eigenen Tor holen. Ganz zufrieden, glaube ich. Sidney Crosby bisher groß aufgetrumpft bei uns. Zwei Tore lassen halt... sprechen halt für sich. Das ist so, das ist ein Fakt. Müssen wir mal schauen, was weiter geht jetzt. Subban. Oh, kriegt die Scheibe nicht weg. Kucherov war da. Kucherov ist das zweite Mal da. Kucherovs dritte Mal. Und immer wieder Subban und Stamkos. Crosby, schön vorbei. Am Gegenspieler Crosby, da ist Stamkos mit dabei, 3-0 und es ist zu einfach. Wenn Stamkos den so kriegt, dann muss halt auch noch die Kelle hinhalten, mehr oder weniger. Ist so. Ich werde nie vergessen, das Tor, was er bei uns geschossen hat, in den Schritt 18 war das, glaube ich, oder 19? Gegen Goslar. Grüße an dich an der Stelle. War eine Wahnsinnsbude aus dem Nullwinkel im Powerplay. Lewis Hope hier in die Maske geknallt und von der Maske ab ins Tor. Das waren geile Buden. Crosby gewinnt das Bulli nicht. Gartner in der Mitte durch. Zwei Leute sind noch da. Subban und Ekman Larsson. Und kann er dann lang versuchen, da weiterzukommen. Da beißt halt auf Granit. Gretzky macht's aber gut. Lässt Ekman Larsson zwei Passoptionen. Und Gartner macht das Tor 1-3. Anunen wieder nicht zu 0. Der Fehler war Ekman Larsson. Ich wollte abspielen, habe mir gedacht, nee, zu den zwei vorne spiele ich nicht. Und das war eine Falle. Gretzky kommt rein, fängt die Scheibe ab und bereitet somit das Tor für unseren Gegner vor. Ken Baumgartner. Könnte natürlich sein, dass wir ihn so jetzt zurückholen im Spiel, was natürlich sehr ärgerlich wäre. McDavid kann sich befreien. McDavid, der hat Tempo. Connor McDavid, vorbei an Werenski, vorbei an Baumgartner, findet Ovechkin. Ovechkin findet Erik Karlsson. Erik Karlsson wird rausgeschoben. Klefbom. Ich würde sagen, will Gretzky mitnehmen. Schafft er auch. Gretzky! Oh. Gretzky Baum. For real. Achtung, wir haben die Scheibe schon rausgekriegt. Schau mal den Schläger an. Von der 24 von Baumgartner. Achtung. Das erste Mal das Bein. Das zweite Mal das Bein.
Jetzt kommt die 8 mit dem kompletten Schläger durch beide Beine durch. Ja. Muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen, oder? Ovechkin holt sich die Scheibe. Karlsson in das Tor. Oder? Oh, ich gar nicht so schlecht gespielt von Ovechkin. Karlsson ausnahmen vorbei. Oh! Burns ist da bisschen frecher. Dachte, dass Karlsson da problemlos vorbeikommt. Das war aber nicht der Fall. Hedman macht zu. Karlsson. Zu Corello. Verliert die Scheibe. Brian Trottier. Kennt Baumgartner. Anunen. Chance nicht vorbei. Jetzt ist sie vorbei. Taves. Ovechkin. Zu Corello. Das war schön gesehen von Ovechkin. Zu Corello mit dem Konter. Mit dem 4-1. Brutales Ding. Schön rausgespielt von Ovechkin. Der sieht Zuccarello starten. Schiebt ihm die Scheibe in den Lauf und dann viel Glück, mein Freund. Ah, das sieht man da gar nicht richtig. Da konnte er dann nur noch hier. Ausgangssituation. Taves spielt die Scheibe direkt weiter an der Bande. Klasse gemacht. Kriegt sie, spielt sie direkt weiter. Oder weiß, hinter mir ist einer. Ovechkin von vier eingekesselt eigentlich. Schiebt die Scheibe zu Zuccarello. Burns kapiert die Szene nicht. Und da ist dann Zuccarello schon an allen vorbei. Und wie gesagt, das ist ein Abschluss, den hat Zuccarello, den kann er machen. Und er macht ihn 4-1. Ja, deswegen habe ich halt Ovechkin auch geholt, weil halt die Pässe von Ovechkin auch Bombe sind. Er hat bisher mehr Assists gemacht als Tore geschossen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir bräuchten da vielleicht jemanden in seine Reihe, der eher der Toreschießer ist. Der hat einen Vorbereiter haben und einen Vollstrecker mehr oder weniger. Jawohl, Vartanen findet Stamkos. Stamkos ist zum Beispiel eher der Torschütze. Taves, oh, drei Seiten wird der Schläger angehoben. Ansonsten wäre er da absolut richtig gestanden. Darlin, Panarin, geblockt. Geblockt zum ersten, geblockt zum zweiten, Kucherov. Scheibe freigegeben von Vartanen. Stamkos hinten raus. Stamkos, schöner Querpass auf drei Seiten. Drei Seitel. Findet Crosby. Oh, der bleibt nicht auf Position. Wenn er den richtig schön auf Position kriegt, Sidney Crosby, dann ist der drin. Quinton Byfield. Ruutu. Ekman Larsen blockt. Suvan Lemieux. Lemieux fährt hier wie durch Slalomstangen durch die Gegner. Gabory kommt nicht richtig zum Abschluss. Fowler davor da gewesen. Nimmt jetzt auch Lemieux die Scheibe wieder weg. Wir sollten am Ende der Woche spätestens ein Update eigentlich bekommen. Quinton Byfield stark gemacht. Lemieux. Jawohl. Mario Lemieux. Lemieux Larsen. Oh. Schade, schade, schade. Da können wir es halt wenigstens mal schön ausspielen, die ganzen Pässe. Die Passstaffetten. Passstaffetten als Pässe. Aber wir müssen sie ja dann endlich irgendwann verwerten. Das tun wir gerade nicht. Oh, Leini! Da ist der Verteidiger da. Das gibt's gar nicht. Gaborik muss hinten aushelfen. Ekman Larsson ist mit dabei. Ekman Larsson. Gute Aktion vom Schweden. Gaborik kontert. Nimmt Lemieux mit. Lemieux. Außenrum vorbei. Leini mit dabei. Boah, Bishop. Mit einer Bombenparade. Leini kommt nicht zum Schuss, weil Marian Hossa da ist. Die zwei Slowaken. Und nicht gegenseitig die Chancen weg in dem Spiel heute. Darlin, Gaborik. Kowalczyk, Lafleur, Darlin, hat sie. Vartanen, Lafleur. Der, wollte ich gerade sagen, wollte dann Hossa vorbei. Hossa kommt da von hinten. Und weg ist die Scheibe. Trottier, Darlin, gut geblockt. Aber auch gefährlich. Aber auch gefährlich, weil er ganz blöd kommt. Fliegt er fast über Anunen drüber. Anunen kommt so noch hin, kann ihn ein bisschen wegblocken, aber nicht so, dass die Gefahr gelöscht oder gebannt gewesen wäre. 4-1 nach 40 Minuten, letztes Drittel. Wir schlagen uns gegen dieses Team auf jeden Fall besser als gestern gegen das 91er. Mit weniger Synergien. Panarin, Kucherov. Jetzt legt der Gegner aber los wie die Feuerwehr. Kucherov, Panarin. Anscheinend haben sie jetzt kapiert, dass es entweder jetzt heißt oder nie. Crosby, außenrum vorbei. Jawohl, kontert. Perfekt, Crosby. Bishop. McInnes. Dreiseitler sofort hinterher. Werenski. Panarin. Stamkos findet
Die Lücke, Stamkos, drei Seitel. Vorbei an Al McGuinness. Nein. Nimmt Oliver Ekman-Larsen mit. Boah, war nicht schlecht, wenn drei Seitler vielleicht einen Schläger dazwischen kriegt, dann kann man darüber reden. Aber ansonsten wäre die Scheibe zu hoch gewesen von Stamkos, wenn sie natürlich reingeht. Bombendor. Gartner, Gretzky, Baumgartner gegen Gretzky, Ovechkin und McDavid jetzt. Das ist Gartner. Oliver Ekman-Larsen. Ich kann sagen, stellt er die Falle. Steht er da und hoffen, dass da noch ein Verteidiger rauskommt. Der kommt nicht raus. Starker Pass von Gretzky. Kommt aber nicht durch auf McDavid. Da waren dann doch zu viele Leute noch dazwischen. Ovechkin gegen Baumgartner. Kriegt er die Scheibe nochmal? Nein. Nächste Chance. Jetzt gegen Gretzky. Und er kriegt sie wieder. Aber verliert sie auch direkt wieder. Baumgartner passt auf, so dass Gretzky die Scheibe nicht verliert und trifft. Szene, wo ich sage, kann man halten. Kann man halten. Aber wie gesagt, das ist wieder meine Theorie, die ich habe. Sobald der Spieler stärker ist als der Torhüter, wird es für den Torhüter schwerer, die Scheiben zu halten. Ken Baumgartner setzt sich da schön durch, aber ja, die Reaktion ist halt ein bisschen zu wenig von Anonen. Aber gut, 2 zu 4. 14 Minuten noch auf der Uhr. Wir wollen auf jeden Fall 5 Tore. Das ist Pflicht. Und gleich der Fehlpass. Gartner mit der Kontersituation. Kläffbohm. Kläffbohm ist da. Gretzky. Gretzky. Schön an Burns vorbei. Gretzky und Bishop. Den kriegen wir nicht vorbei an ihm. Da ist Bishop anscheinend zu groß fürs Kurzeck. Vielleicht müssen wir es mit der Rückhand probieren. Rückhand kommt vielleicht nicht so hoch. Da kommen wir vielleicht auch mit dem Fangarm nicht hin. Ich weiß es nicht. Taves. Carlson spielt Schellwurf. Kläffbohm. Starker Schuss. Lafleur macht es super stark. Ah, verliert die Scheibe dann gegen Goncha. 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 Marian Hossa. 3 auf 1. Situation Kowalczuk und Anunen mit dabei. Also Anunen kommt auch nicht weit weg von da hinten. Ist immer in der Torhüter. Oskar Kläffbohm. Carlson. Zuccarello. Lafleur. Zuccarello. Schönes Doppelpassspiel mit dem Verteidiger in der Mitte. Oh, Lafleur. Lafleur. Trottier. Oh, wird weggeräumt. Und Vatanen macht den super Fehler gegen Kowalczuk. Kowalczuk sollte man sowas halt nicht liegen lassen. Rettet die Situation dann aber auch wieder. Muss man ihm lassen. Trotzdem unnötige Gefahr, die er hier riskiert. Trottier gegen Dahlin. Dahlin kriegt also die Scheibe nicht ganz von ihm. Ilya Kowalczuk. Linie. Scheibe ist raus, jawohl. Linie. Lemieux gegen Al McGuinness. Der weiß schon, wo Dahlin steht. So ist es nicht. Dahlin mit dem nächsten guten Schuss. Ah, Scheibe springt über Leini, Schläger, Williams, Hossa. Hossa, Dahlin und Lemieux. Der versucht dann mal ein paar Spieler auf sich zu ziehen. Das gelingt ihm. Zuccarello außenrum vorbei. Fragezeichen, nein. Legt ab für Dahlin. Dahlin rüber für Subban. Schuss kommt. Oh, stark. Bishop kann aber nicht festhalten. Dahlin, klasse gespielt. Subban auf Lemieux. Lemieux außen vorbei, wieder stark gespielt. McInnes da mal kurz stehen lassen. Kriegt die Scheibe nicht rübergelegt, probiert es dann selber noch aufs kurze Eck. Geht aber nicht rein. 3,57 noch. Sein Hin und Her, stark gespielt. Williams Anunen jetzt mit einer richtig wichtigen Parade. Und das ist Leon Dreiseitel, der Deutsche. Leon Dreiseitel gegen Cam Fowler. Cam Fowler ist da vom Tempo ein bisschen besser. Oliver Ekman-Larsen rüber auf Subban. Bishop mit der Fanghand. Und dann hält er fest. Ich denke, es gibt ihn da einen Schläger. Gibt jetzt 2 auf 2. Bisschen unnötig die Strafe. Ovechkin und Crosby. Carlson, Kläffbohm. Ja, das ist eine Powerplay-Unit, die wünscht sich jeder. Gut bis auf die Verteidigung. Subban und Ekman-Larsen, dann sage ich, jo, die wünscht sich jeder. Panarin, geblockt von Carlson. Und jetzt hat der Konter mit Crosby. Crosby, außenrum vorbei, geht nicht. Dann probieren wir das hinterm Tor. Jawohl, jetzt kommt es halt auch auf Ovechkin an. Was macht Alexander Ovechkin? Löst sich gut. Oh, Crosby. 1,55 noch. Carlson, bleibt im Spiel. Kläffbohm, Carlson, Ovechkin, Ovechkin, außenrum, vorbei, Ovechkin, Crosby, da ist das Tor, 4 gegen 4, 5-2,
klasse gespielt. Haben jetzt alle die Positionen gewechselt und auf einem standen die Rechtsschützen auf rechts und die Linksschützen auf links. Und wann kann Ovechkin da wie ein warmes Messer durch die Butter gehen? Wundervoll. Schneidet da richtig schön durch. Und Bishop hat dann keine Chance mehr bei dem Pass. Absolut nicht. Ovechkin hat die Möglichkeit, dass er den theoretisch selber noch macht. Was hat er jetzt mit Ovechkin auf dem Eis? Ovechkin behält die Scheibe. Zwei Assists heute vom Russen. Und jetzt mit einem eigenen Treffer. Ja, noch was, oder? Ovechkin. Alexander Ovechkin. Ovechkin geht wechseln. Dann kommt, dass er noch einen nachkommt. Oh, Kläfboom passt nicht auf. Steht da direkt 2 Meter neben der Scheibe und macht da nichts. Das ist das Problem, was ich mit Oscar Kläfboom habe. Dass ich ab und zu das Gefühl habe, dass er nicht schlau genug ist, um solche Situationen zu lösen. Ovechkin kann wieder aufs Eis vollständig. Nee, das ist McDavid zusammen mit Gretzky. Suben. Gretzky. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das war so nicht geplant. David, dann gehen wir einen kleinen Schuss mit 46,5 Sekunden noch. Schau mal, ganz groß für uns aus. Bin da relativ zuversichtlich, dass sie das doch noch irgendwie um die Ecke kriegen, ohne hier jetzt nochmal einen zuzulassen. Kennt Baumgartner, Ekman Larsson, vielleicht nochmal einen oben drauf setzen. Das wäre das Perfekte. Und es gelingt uns! McDavid mit dem Tor 6-2. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass Ovechkin und McDavid angekommen sind. McDavid trifft und Ovechkin ist in dieser Reihe der Vorbereiter. Ovechkin ist in dieser Reihe nicht der Torschütze. Ovechkin ist in dieser Reihe nicht der Torschütze. Das ist Connor McDavid. Rein übrigens wieder vollständig. Es gibt ihnen die Kontermöglichkeit. Subin unterbindet den Konter von Gartner. Und Subin zieht selber den Konter an. PK Subin. Machen wir 5 draus. Machen wir 5 draus. Nein. Fowler fängt diesen Versuch ab. 2-auf-1 Situation auf der anderen Seite. Oliver Ekman, Larsson, Anunen unterbindet. 9 Sekunden noch. Lafleur jetzt mit der Chance. Gegen McInnes. Gegen McInnes. Legt zurück. Taves und wir haben die 5. Wir haben die 5 Unterschied. 3,3 Sekunden. Lafleur liegt quer. Taves denkt sich, scheiß drauf, probieren wir's. Und der sitzt. Jonathan Taves. Habe übrigens entschieden, dass er die 16 behält, weil von Anfang an die 16 hatte, bevor wir durcheinander kommen. Bleibt bei der 16. Grandioses Ding. Grandioses Ding. Vorbei. 7-2. Wir kriegen die 5 Tore Unterschied am Ende hin, weil wir wieder in der letzten Minute voll aufdrehen. Da macht es halt irgendwie Klick und auf einmal geht's. Volle Punktzahl sollten das sein. 2317. Und die kriegen wir auch. Jawohl. So, wir kommen zurück auf Profi 1. Das ist eigentlich ein guter Durchschnitt. 7-2. Ja, ein Neuntel gehalten, unser Torhüter, das ist okay, so 88%. Mann des Spiels, Sidney Crosby, 4 Punkte und ein Hattrick. Ekman Larsson mit 3 Äpfeln. Taves mit 2 Punkten. Stamkos 2, Ovechkin 2, 3, Seitel 2. Subin ein Assist. Minuspunkte gibt's nicht. Starke Leistung. So, haben wir jetzt natürlich noch ein schönes Tor. Was wir nehmen. Stamkos zu Carello. Ah, das war jetzt nicht so schön. Nö. Das war jetzt Carello kommt. Das war Stamkos Tor. Ja, ist ganz nett. Das können wir notfalls nehmen. Schaut vom Eis her gut aus. McDavid ist wieder ein schöner Querpass. Da ist nie wenig Action dabei. Crosby und Ovechkin. Nee, nehmen wir das von Taves. Da ist super schön Schnee mit dabei. Schaut wieder wahrscheinlich mega geil aus, wie das letzte Thumbnail, was wir hatten.
Wie gesagt, das schaut halt schon geil aus. Das sieht halt schon geil aus. Das geht noch mit dazu. Ja, das könnte passen. Das könnte als Thumbnail tatsächlich passen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann gegen einen neuen Gegner. Und vielleicht nochmal zum Abschluss in Deutschland. Würde mich sehr freuen. Wenn wir doch mal einen Zuge loskriegen, aber müssen wir mal gucken. Bis dahin, ciao mit V, bleibt gesund, wir sehen uns.